Shadow Warrior 2 ist wohl eine der Überraschungen des Jahres. Wer hätte gedacht, dass es ein Spiel vom einst für seine kultigen Nischenspiele bekannten Publisher Devolver Digital mal mit den ganz großen Battlefields und Call of Duties aufnehmen könnte. Hier kommen nun 5 Gründe, warum ihr Shadow Warrior 2 unbedingt mal ausprobieren solltet. Nummer 1. Die Waffenauswahl. Über 70 verschiedene Waffen, die wir in echter Borderlands-Manier sammeln, upgraden und modifizieren können. Die Sammelwut ist ein großer Spaßfaktor des Spiels und die verschiedenen Designs und Funktionalitäten der einzelnen Waffen sind sehr motivierend. Wenn unser Raketenwerfer beispielsweise nach einem Upgrade mehrere Raketen gleichzeitig verballert oder unser Katana zusätzlichen Feuerschaden verursacht. Das alles fühlt sich besonders cool an, dank unserer Nummer 2, dem Schadensmodell. Das Waffensammeln und Upgraden macht nämlich erst so richtig Spaß, wenn wir ihre Durchschlagskraft an unseren Gegnern so richtig beobachten können. Und das nicht nur, weil diese etwas schneller umfallen oder weit fliegen. Shadow Warrior 2 hat ein sehr detailliertes Gegnerschadensmodell. Unsere Schüsse und Schwerthiebe hinterlassen sichtbare Spuren auf unseren Widersachern. So ballern wir schon mal gerne ein Loch in den Bauch eines dicken Bossgegners, der deswegen dann aber trotzdem noch lange nicht endgültig umfällt. Drittens, das Spielgefühl. Shadow Warrior 2 ist eines dieser Spiele, die sich einfach richtig anfühlen. Ob ballern, schnetzeln, springen, das Trefferfeedback fühlt sich einfach hervorragend an und jeder Kampf wird zu einem spaßigen und effektgeladenen Spektakel. Das fließende Waffenwechseln sorgt für jede Menge Dynamik und durch unsere hervorragende Mobilität kommt richtiges Ninja-Feeling auf. Wer die Spielmechaniken richtig verinnerlicht, der wird auch mit größeren Gegnergruppen problemlos fertig und darf sich dabei richtig mächtig fühlen. Viertens, Koop. Noch cooler ist das Spielgefühl im Koop mit bis zu 3 Freunden. Das ist problemlos mit auch schon fortgeschrittenen Charakteren möglich, der Schwierigkeitsgrad lässt sich dabei an die Spieleranzahl anpassen. Jeder Spieler sieht sich selbst dann als Protagonist Lo Wang und die anderen Spieler als Ninja-Begleiter. Die verschiedenen Waffenarten und Spielstile sorgen für unterhaltsame Kombo-Möglichkeiten. Ein Fest für jeden Koop-Fan. Und fünftens, der Humor. Recht untypisch für das Shooter-Genre bietet Shadow Warrior 2 auch eine echt gute Story, die vor allem dadurch echt cool ist, dass die englischen Dialoge so unfassbar witzig geschrieben sind. Ich musste wirklich mehrfach beim Spielen laut auflachen und das ist mir, glaube ich, seit Monkey Island nicht mehr passiert. Ein Beispiel: Protagonist Lo Wang bekommt es mit der eigenwilligen Kamiko zu tun, mit der er sich vorübergehend einen Körper teilen soll. Er hört daraufhin ständig ihre Stimme in seinem Kopf, woraus dieser witzige Dialog entsteht. I'm running out of crude. And crude is? Unrefined black grain. The raw material that comes out of the ground. She's telling me. I'm sorry. That's right. I forgot about your tiny mind. Hey, seriously, you guys have to stop that. All right, what is this stuff for? It's the unrefined material. That... Just let him talk. Excuse me? Sheesh, somebody woke up on the wrong side of the collision. Sorry, I'm still getting used to this. Abschließend lässt sich schlicht ergreifend sagen, Shadow Warrior 2 solltet ihr auf jeden Fall einmal ausprobiert haben. Um so richtig darin aufzugehen, sollte man natürlich mit dem teils etwas albernen und derben Humor umgehen können. Aber auch spielerisch haben wir es hier mit einem echten Spaßgaranten zu tun. Also nichts wie los, 3 Freunde zusammentreiben und los Ninjan!